mich jetzt erschrocken, ey. Alter Finger. Ich hab gar nicht mehr daran gedacht, an Froschmann. Ich konnte dir nicht über die PlayStation 4 schreiben. Alles Blätti. Ah, okay. Es ging nämlich schon. Ja, mehr Schocker habe ich, hätte ich mir auch gewünscht bei Katakomben. Das stimmt bei dem Film. Der war auch am Anfang ein bisschen sehr in die Länge gezogen. Aber so für einmal gucken ist es okay. Kann man gucken. So, ich gehe nochmal zurück. Ja, mach's gut. Schlaf gut. Vadi muss ins. Vadi muss ins Bett. Schlaf gut. Schön, dass du da warst. Wir sehen uns dann spätestens morgen früh. Oder heute Morgen. Oder nachher. Wie auch immer. So. Auf geht's. Ja, seit 8 Uhr dran mit Resident Evil. Mein Gott, Wahnsinn. In der Let's Play Live Show Marathon heute. 24 Stunden. Und so. Bin noch da, ja. Das legen wir mal hier rein. Wo ist denn? Achso, da ist die Pistole. Okay. Ich werde nämlich noch mal speichern, oder? Nee, Quatsch. Nee, speichern brauchen wir nicht. Speichern ist Quatsch. Speichern ist vollkommen Quatsch und überbewertet jetzt gerade mal eben. Denn wir haben ja gerade gespeichert und die Aktion jetzt gerade da mit den zwei Viechern ist eh uninteressant. Denn wir werden jetzt, ja, ich würde sagen, jetzt machen wir eine Pause. Kleine Popo und Pipi-Pause. Schipsul-Pause, Trinkul-Pause, Raucherpause, kleiner Tipp. L1 plus X nachladen, ohne ins Menü zu gehen. Ah, okay, danke schön. Danke für den Tipp. Werde ich beachten, wenn ich daran mal denke. Genau, machen wir jetzt eine kleine Pause und dann geht es gleich spannend weiter. Ich denke, dass diese Pause, die jetzt um 2 Uhr startet, denke ich mal, dass die Pause jetzt die erste wird, die ein bisschen länger sein wird. Das heißt, seid mir nicht böse. Ich denke mir mal, dass wir. Ja, wir haben jetzt 2 Uhr. Ich sag mal so 10 nach. Ja, ich sag mal so 10 nach geht's weiter, so um den Dreh. Ja, also so circa 10. Sagen wir mal 10 nach, Viertel nach geht's weiter hier mit Resident Evil. Der Stream läuft weiter, ihr hört ein bisschen schöne Musik und dann geht's gleich spannend weiter. Ja, bis gleich. Nee, was erzähle ich da? Totalen Quatsch. Kleinen Moment. Herzlich willkommen beim Shopping-Sender hier in den Katakomben. Heute zum Sonderangebot die Schreibmaschine für 3,99. Jetzt zugreifen und schnell anrufen. 623 sind schon bestellt. Ja, und damit erstmal willkommen zurück. Ja, Pause doch ein bisschen kürzer als ich dachte. Ja, ich habe noch mal eine Banane eingeschoben, ein bisschen was hinter die Kiemen und mit Kaffee gemacht. Ja, und dann geht's jetzt natürlich geht's natürlich weiter jetzt mit Resident Evil und muss noch mal einen Schluck Kaffee nehmen. So, Musik natürlich pausieren. Rette nochmal Rebecca, bestes Ende und ein legendärer Bossfight. Oh Gott, dann muss ich wieder alles spielen. Ich weiß nicht. Nochmal laden. Nochmal, ich hatte ja vorhin gefragt, ob ich Rebecca nochmal retten sollte. Das hatte ich ja gefragt gehabt. Hallo Banane. Ich hatte ja. Okay, entschuldige. Fersil, hi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show und zum 24-Stunden-Marathon. 2 Uhr. So. Wo war mein Schingling? Genau, die Kurbel. So, Kurbel einsetzen. Ich glaube nicht, dass.
Gar nicht, wollte nur begrüßen. Hallo, wollte ich nur sagen. Ich glaube nicht, dass ich, glaube ich, nochmal laden werde, weil das nochmal jetzt alles spielen. Aber ich konnte eben nicht schreiben, sorry. Macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ich habe eine neue Freundschaftsanfrage von FFDSDFQDSF. Okay. Wo bist du denn schon? Ich bin jetzt gerade hier in den Katakomben. Ich hatte die Schlange schon hinter mir. Ein paar Spinnen waren auf dem Weg auch anzutreffen. Und ich habe alles vergessen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was alles noch kommt. Ich habe keine Ahnung. Wir sind in der Residenz gewesen, im Hauptgebäude. Hey, der Flammenwerfer! Juhu! 35. Vorhin war es. Vorhin waren es 50. So. Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Ah ja. Uah, was? Nein, 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 nein. Ah, cool. Also fast durch, wa? Weiß ich gar nicht. I don't know. Achso, ich muss noch mal eben kurz auf Facebook schauen, wegen dem Voting. So, Let's Play, Leerzeichen, Live-Show, die Gruppe, könnt ihr voten, was für ein Game als nächstes kommt. Let's Play, Leerzeichen, Live-Show. Einfach der Gruppe beitreten und könnt dann, wie gesagt, voten. Da ist der Stein jetzt hingerollt. Ah, hier ist eine Tür. Ich schaue nochmal eben auf die Karte. Okay, da hinten kommen wir, glaube ich, wo der Stein hergekommen ist, glaube ich, da kommen wir eh nicht lang. Wenn ich das richtig jetzt gesehen habe. Huch, hallo. Oder? Hey, geile Munition. Jawohl. Labor danach noch. Ah, okay. So, nochmal einen Schluck Kaffee trinken. Und dann geht's schon weiter. Wie gesagt, ich hatte, ich glaube, vor einer Stunde oder vor. War das vor einer Stunde? Vor anderthalb? Hatte ich, glaube ich, gefragt, ob ich nochmal laden soll wegen Rebecca. Aber gut, jetzt ist eh Hopfen und Malz verloren. Kennst du das Spiel nicht oder wie? Doch schon, aber mich verlassen meine. Oh nein, nein. Mich verlassen meine Erinnerungen zu dem Scheiß. Oh, ich mag keine Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Ich mag keine Spinnen. Oh, das ist gemein. Das war gemein. Das, Was? Mann, geh doch weg da! Wir werden so verkacken. Wir werden so verkacken. Uah. Ist die andere Spinne? Komm her. Wo ist sie denn? Hallo. Ich glaube, die hängt. Ich glaube, die glitscht gerade da rum. Lala. Hallo, deine Mama ist tot, guck mal. Moment, just a moment. Ist mir sicherer. So. So, da haben wir. Ey, ein Kampfmesser. Jawohl, geil, cool. So, wenn du Hilfe brauchst, sag Bescheid. Ja, das wäre super. Wenn ihr mir alle hilft, das ist echt super. Dann komme ich wenigstens ein bisschen weiter und hänge hier nicht überall rum. Beziehungsweise Lisa killen, etc. Was? Was? Wieso noch einer? Was? Warum? Ist es Fatih? Fatih, der jetzt kommt? Nein, was mache ich denn da? Ach, ich muss die Tür wahrscheinlich aufgrillen, ne? Kann er. Mein Gott, dieses Hin- und Herklickerei jetzt hier, ey, das ist. Moment. Aber oh, Gott sei Dank. So, da haben wir die Tür schon mal offen. Das ist supi. Da können wir nochmal die Flinte ausrüsten. Und gehen durch die Tür.
So, sag Bescheid. Also die Musik nervt doch ein wenig. Ich habe schon Ton weggemacht. Okay. Dann machen wir bei der nächsten Pause machen wir keine Musik. Dann lassen wir einfach die Atmo wirken. Hier war ein Zettel. Da ist eine Karte vom Innenhof. Ah, ja. Okay. So, okay. Okay, eingeprägt. Wunderbar. Da. Machst du auch ein Let's Play mit Jill? Prost. Du, ich glaube jetzt in dem Stream glaube ich nicht. Ich kann es noch mal im Stream dann noch mal zeigen. Kann das sein, dass ich vielleicht den Flammenwerfer jetzt hier hinsetzen muss? Nee. Hä? Ja. Ich bin verwirrt. Wir brauchen da auf jeden Fall irgendwas zum Reinsetzen. Aber was war das denn nochmal? Wie gesagt, wenn, dann werde ich das, glaube ich, im Stream dann nochmal zeigen. Mit Jill dann nochmal. Wenn das, wenn ihr das gerne sehen möchtet, dann klar gerne, warum nicht? Aber jetzt denke ich mal, jetzt hier im 24-Stunden-Marathon gibt es dann als nächstes, je nachdem, wie der Vote dann auf Facebook aussieht, seht ihr dann, wie gesagt, als nächstes was anderes. Momentan ist ja der Vote bei GTA 5, führt, glaube ich, momentan. Wenn ich das richtig sehe, GTA 5 führt nämlich. Moment. Ja, wenn dann GTA Online, denke ich mal. Führt mit 5 Stimmen gegen 2 Stimmen Alien Isolation, 2 Stimmen Evil Within, eine Stimme The Crew, eine Stimme Warframe, eine Stimme oder was anderes. Outlast fehlte noch da drin, könnte ja auch. Daylight habe ich auch ganz vergessen, stimmt. Daylight und Outlast zählen natürlich auch dazu. Wenn dann einfach darunter posten. Let's Play, Leerzeichen, Live-Show, die Gruppe bei Facebook. Mal kurz heller machen ein bisschen. So, ja, warum nicht? Klar, sicher. Einfach vor den Hecken besteht vor dem Hecken bestätigen? Was? Einfach vor dem Hecken bestätigen? Was? Hecken bestätigen? Ach so, okay, alles klar. Ja, okay. Ja, alles klar. Wie kann ich voten? Fragezeichen. Alien Isolation finde ich besser zum Stream. Ja, wir müssen ja auf Hardcore noch weiterspielen, wie gesagt. Wir haben ja da angefangen zu spielen und wir müssen auf ja, den schwierigsten Schwierigkeitsgrad ja noch durchspielen. Also Let's Play Leerzeichen Live Show heißt die Facebook-Gruppe. Da meldest du dich an, dann schalte ich dich da gleich frei und dann kannst du da mitvoten. Gesundheit. So, Flammenwerfer abgelegt, die Tür ist offen. Da ist schon, glaube ich, jemand, der möchte beitreten. Bestätigen. Haben wir. So. So, zurück. So. Let's Play Leerzeichen Live Show. Wo sind wir jetzt? Ach, jetzt sind wir hier, oder? Oder? Ich habe so ein bisschen Angst, dass die Kugel gleich kommt. Und die wird kommen, 100% die wird die kommen. Da gehe ich fest von über, da gehe ich fest von aus und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Hä? War das nicht so, dass die Kugel angerollt kommt und wir müssen dann da lang? Ich kurbel noch mal.
So, bestätigt. Ich habe noch mal gekurbelt. Uah! La 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 la. Prost. Lecker Kaffee. So. Ah, hier war noch eine Tür. Okay. Nee, Bier bleibt heute weg. Das ist nicht fördernd für den 24-Stunden-Stream. Ja, ist ja eh geschlossene Party. So, was kann ich hier? Ja, lass mal erstmal alleine. Ja. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich verwende mal die Kurbel. Ich guck mal, was dann passiert. Ah, okay, alles klar, ich verstehe. Ja. Okay, alles klar, ich habe schon verstanden. Alles klar. Jo. So. Auf geht's. Das Rätselslösung mit der Statue. Die müssen wir nämlich jetzt davor schieben. Genau. Und dann können wir die nämlich rüberschieben. Das brauchen sie jetzt nicht, weil ich wieder 5 mm daneben stehe. Natürlich. So. Und nochmal verwenden. Und dann müssen wir natürlich die Statue so drehen, dass sie da hinten reinpasst. So. Allihopp. Und zack. Und zack. Also wie gesagt, Facebook. Das ist aber noch nicht richtig, ne? Das, okay, wir müssen noch einmal. Ja, toll, wie er sich dreht. Nein, 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 nein. So, wunderbar. Das war ja nicht schwer, das. Moment, das war nicht schwer, das Rätsel. Das geht ein für sich. So, wunderbar. Was haben wir denn da Schönes drin? Ein Zylinder mitnehmen. Ja, den Zylinder nehmen wir mit. Ach ja, da war ja auch noch was mit dem Rätsel, ne? Prüfen. Mit einem Loch in der Mitte. In der Innenseite ist ein Symbol eingraviert.